Erstmal hallo an euch alle da draußen, ich bin der Robert. Wie ihr es unschwer an der Vegetation erkennen könnt, ist seit dem ersten Teil einige Zeit verstrichen. Und ich habe es einfach nicht mehr früher geschafft, für den zweiten Teil hierher zu kommen. Beim letzten Mal musste ich abbrechen, weil mir die Zeit davon gelaufen ist. Aber lieber spät wie nie. Während ich jetzt hier mein Kärtchen ausfülle, mein Obolus entrichte, blende ich euch ein paar Szenen von meinem Anfahrtsweg hier an. Und es ist so, dass ich es also nicht geschafft habe, mit meinem Kombi diesen Berg hochzukommen. Und ich habe mich zweimal quergestellt und bin dann wohlbehalten, Gott sei Dank, wieder nach unten gekommen. Jetzt habe ich halt an der Hauptstraße geparkt und bin den knappen Kilometer hierher gelaufen. Es sind also so 950 Meter und 54 Höhenmeter. Also jetzt kein Problem. Und wo ich jetzt die Straße im Wald hier gesehen habe, ich bin jetzt mehrmals zu Fuß schon weggerutscht, bin ich also froh, dass ich mein Auto habe unterstehen lassen. Nichtsdestotrotz hat der Parcours offen, da bin ich sehr, sehr dankbar. Ihr habt ja gerade das Schild gesehen und wir dürfen momentan noch schießen und ich denke, wenn wir uns jetzt alle ein bisschen zusammenreißen und diese blöde Regeln da einhalten, dann wird das hoffentlich auch so bleiben. Gott sei Dank gilt ja der Bogenparcours als Individualsport. So, ich werde jetzt eine Handvoll Pfeile hier am Einschießplatz, das kennt ihr ja noch vom ersten Teil, fliegen lassen, um mich ein bisschen warm zu machen. Wobei körperlich bin ich warm, es geht mir jetzt mehr um die Schultermuskulatur. Das erspare ich euch. Faktisch auf alle Fälle, der Eintrittspreis hat sich nicht verändert. Es sind nach wie vor 10 Euro, die man hier in Fildendöschen einpacken kann und dann hier über ein Winkelrohr in die Kasse hineinschmeißen darf, kann, sollte und hoffentlich auch macht. Dass es nicht so einfach wird, haben wir uns jetzt wieder schön den Rucksack auf der Rücke. Ist ja alles Training. Aber das ist halt so, wenn Kameras, Stativ mitnimmst und nebenher filmst, dann wird halt aus dem Bogenparcours ruckzuck ein Tagesgeschäft und dann brauche ich immer was zu essen und zu trinken, eine Isomatte, um mal absitzen zu können, etc. und etc. In dem Fall packen wir es an. So, schaut mal, von da unten sind wir jetzt hergekommen. Also da liegt die Senke mit dem Kassehäuschen. Und beim ersten Teil sind wir dann quasi vom Kassehäuschen in diesen Wald rein, haben dort innen drin einen Bogen geschlagen und sind hier unten dann wieder in der Senke raus und machen jetzt hier quasi in diesem Teil des Waldes der obere Teil der Acht. Und da vorne sind wir auch schon der erste Abschuss, also im kompletten Parcours. Ist das jetzt quasi der Abschuss Nummer 16. Oh, und das ist auch gleich eine schöne Aufgabe. Und zwar haben wir da einen Hirsch, der uns die Breitseite zuwendet. Schauen wir mal. Ich würde sagen 40 Meter. Ich messe ja immer mit dem Daumensprung. Ich denke, mit dem Compound kann ich die Höhe vernachlässige. Und jetzt schauen wir mal, was der Laser sagt, weil bei mir ist es ja so, dass ich leider zu selten schieße, um mir sicher zu sein, was der Daumensprung angeht. Und ich muss jetzt gestehen, durch die Senke
habe ich mich jetzt um 20 Meter verhauen. Also der Hirsch steht auf 60 Meter. Ist natürlich gleich ein toller Schuss für den Anfang jetzt für mich. Also auf 60 wäre ich jetzt nicht gekommen, aber der Laser hat recht. Ich gebe mein Bestes. So, für alle, die Einzelheiten über den Parcours erwarten, seid doch so gut und schaut euch den ersten Teil an. Da habe ich soweit alles gesagt und den verlinke ich euch unten natürlich. So, aber jetzt versuchen wir mal, was hinzukriegen. Mir nicht sicher, aber ich glaube, ich kann die zwei gelbe Punkte erkennen und sollte noch ein Muckesäckele runter. Ah, gehen wir mal kicken. Also da bin ich jetzt ganz glücklich, der Pfadfinder Außenkiel und auf die Linie des Innenkiels finde ich natürlich für den Einstieg sehr, sehr gut. Und ja, gucken wir mal, ob man das Niveau halten oder ob es Glück war. Es ist übrigens jetzt für die, wo es interessiert, wo ich aus dem Auto ausgestiegen war, war es so minus 3 Grad. Hier im Wald scheint es mir ein bisschen wärmer zu sein, aber es ist relativ feucht. Geht es euch eigentlich auch so, dass ihr meistens erst die schlechte Pfeile zieht? Bescheuert, gell? Aber ja, irgendwie ist halt doch auch ein bisschen Ego dabei. Und hier haben wir auch gleich der Abschuss 16. Und wenn man das Auge aufsperrt, hier ist auch ein Pfeil. Und auch wenn ich dieses rot-weiße Flatterband im Wald ja gar nicht leiden kann, jetzt hat es mich doch gerettet, weil sonst wäre ich jetzt weiter geradeaus gelaufen. Gut, wie dem auch sei, wir haben es gefunden. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Aber wenn der jetzt finster aussieht. Und ihr dürft jetzt nicht vergessen, die Kamera hält auf. Also ich kann jetzt mit bloßem Auge gerade so die Nasenspitze erkennen und einen schwarzen Körper. Aber mit verwaschenen Umrisse, da hinter dran ja das Tarnnetz hängt. Ja, gucken wir einfach mal, was ich hinkriege. So sieht das Ganze für mich aus. Ich habe zum Daumensprung 23 Meter gemessen und der Laser sagt 27. Also von einer Fehlschätzung von 20 auf 4 Meter. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass so ein fieser Monster-Gremlin eine ähnliche Anatomie hat wie mir Menschen und versuche ihm einfach mal so richtig schön Mitte in der Ranze zu ballern. Darf man das sagen? Ja, ist ein Monster und kein nettes Wesen. Also ich versuche jetzt einfach Brusttreffer anzubringen. Also ich will jetzt nicht angeben, aber ich habe jetzt alle drei Pfeile dorthin gesetzt, wo ich sie haben wollte. Und die nächsten Schüsse, die schlechter sind, die schneide ich einfach raus. Ah, schaut mal, das war der erste Innenkill. Den hatte ich gedacht, der sei zu hoch. Also ich hätte jetzt eher vermutet, dass der hier oben steckt. Der zweite hat das Außenkill noch angerissen. Und der dritte, den ich zwischen reingesetzt habe, ist auch ins Innenkill rein. Also unbewusst richtig gemacht. Es ist immer wieder erstaunlich, wie, sage ich jetzt mal, die Sicht auf die Pfeile in Relation aufs Ziel mich täuscht. Ich weiß nicht, ob das andere auch so geht, aber es ist doch immer wieder
ernüchternd, wenn man dann sieht, wie falsch man die Höhe eingeschätzt hat. Allerdings habe ich natürlich außer dem Laser auch noch ein Fernglas dabei. Also ich hätte eigentlich auch gucken können. Aber bei dem Trefferbild bin ich zufrieden, definitiv. Und jetzt führt uns unser Weg hier tiefer in den Wald hinein. Ah, schaut mal, hier ist eine Vesperstation eingerichtet. Zwischen Pflock 16 und 17 ist, denke ich, ein ganz guter Zeitpunkt, so knapp in der Mitte des Parcours, knapp über die Hälfte, dass man hier einen schönen Rastplatz einrichtet, finde ich super. Und wir haben jetzt hier in diese Richtung für all diejenigen, die Pause ohne Schießen nicht genießen können, stehen hier oben auch nochmal Ziele, die zwar nicht zum Parcours gehören, also nicht in die Wertung gehören, aber wer eben mag, kann während der Pause denn da auch nochmal ein paar Pfeile werfen. Ist eine sehr schöne Idee. Ich finde auch den Platz recht schön. Wir sind zwar hier in der Nähe der Waldstraße, aber es ist natürlich herrlich ruhig jetzt hier. Und es würde mich zwar anmachen, aber ich denke, nach zwei Pflöcke schon wieder Pause wäre ein bisschen blöd, wobei wir haben 12 Uhr. Aber ich schieße jetzt erst noch ein bisschen und ich habe ja eine Isomatte dabei. Das heißt, ich kann mir überall irgendwo ein Plätzchen für die Rast raussuchen. Gehen wir's. So, wir haben hier auf 20 Meter einen Hase oder auf 21 Meter. Ich habe 20 Meter gemessen, habe aber vom Gefühl her eher gesagt, das sind 25. Also war gut, dass ich den Laser noch mal zur Rate gezogen habe, weil sonst hätte ich mit Sicherheit drüber geballert. Okay, schaut mal. Das war, glaube ich, der erste. Den habe ich zu tief eingeschätzt. Denn der zweite und der dritte. Der erste und der zweite sind außer Kill. Also hier eindeutig noch auf der Linie. Und der letzte, der dritte, war im Innenkill. Ich hätte es jetzt auch wieder ein bisschen mehr nach vorne eingeordnet. Obwohl ich dieses Mal durchs Glas geschaut habe, aber ich hatte jetzt auch so psychisch oder psychologisch ein bisschen Angst, dass ich drüber schieße. Und ja, so ist es auf dem Parcours. Sehr schwere Aufgabe. Wir haben hier so auf 13, 15 Meter eine Eule, die so schräg am Boden steht, und das ist also ein verdammt steiler Schuss. Hier ist Pflock blau und gelb und ein Stück weg von der Kante der Pflock rot. Ich muss gestehen, dass ich da jetzt ein bisschen unsicher bin, um wie viel ich kürzer halten muss. Weil so steile Schüsse auf so eine kurze Entfernung hatte ich noch nicht oft. Also ich hoffe mal, es wird jetzt nicht gleich Pfeilbruch geben. Ja, ich glaube, so schlecht war der nicht. Da ich jetzt aber nicht genau erkennen kann, wo das Viech anfängt und aufhört durch den Schnee, setze ich vielleicht nochmal einer rein und probiere es ein kleines bisschen tiefer. Oh,
Höhe okay, aber vielleicht ein bisschen zu weit rechts. Machen wir es wie mit der Schrotflinte. Schön streuen und einer wird den Ofen nicht passen. Auch zu weit rechts. Naja, drei Schuss sind drei Schuss. Guckt euch das an. Das ist keine Eule, das ist eine Spinne. Ich habe das als Eulekopf gesehen und hier den Körper vermutet. Das heißt, die zwei Pfeile sind zu hoch und der ist, der mir eigentlich zu tief raus ist oder wo ich zu tief vermutet hatte, der wäre jetzt hier Innerkill, zweite Kill, Außerkill. Also welchen sind es zweite noch? Wow, also das habe ich jetzt wirklich nicht gesehen. Sehr schwierige Aufgabe, aber schön. Beim nächsten Pflock könnt ihr dann sehen, das könnte ein sitzender Puma sein oder sowas. Eine sehr, sehr schmale Silhouette von dem Tier. Und da sind wir jetzt bei ca. 30 Meter. Und ja, so schmal, also ich hätte jetzt auch eher so 22, 23 geschätzt. Täuscht wieder extrem durch die Steigung. Nichtsdestotrotz versuchen wir mal, ob man den erwischt, weil ha, der ist schon verdammt, verdammt schmal. So, die Kamera steht jetzt auf 50-fachen Zoom und trotzdem kann ich das Kill nicht erkennen. Aber ich glaube, so schlecht liege ich da gar nicht. Vielleicht schaffe ich es noch, einen drunter zu setzen. Ei, das war das Falsche drunter. Ich glaube, der war gar nicht verkehrt. Ich weiß gar nicht, ob ihr den zweiten Schuss gesehen habt, weil mir ist Kamera jetzt auf dem Stativ ein bisschen der Kopf abgesunken. Ich habe nicht fest genug angezogen. Das müsste der erste gewesen sein. Das ist der zweite, der ist mir oben raus. Und den, wo ich ein bisschen tiefer habe, weil ich da nämlich schön im Innerkill bin. Und der ist in der dritten Killzone. Und der hat den, was ist es, ein Gepard dürfte das sein. Der hat ihn nur an der, ja, das Fell gekratzt, mehr oder weniger. Aber die zwei ganz gut. Wieder eine schöne Aufgabe. Und weiter geht's in diese Richtung. So, hier haben wir auf 23 Meter einen Giftpilz. 25 habe ich mit dem Daumensprung geschätzt, war also ganz gut, habe mich jetzt durch diese Senke, über die ich drüber schießen muss, nicht irritieren lassen. Und ich sehe aber keinen Kill, auch nicht mit dem Glas. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich aber schon mal auf einem anderen Parcours so einen Kerl gehabt. Und das Ziel ist nicht das grimmige Gesicht, sondern der Strunke, quasi also der Stiel des Pilzes. Und ich meine, dass ich da anhand von der Einschusslöcher so ein bisschen ein dunklerer Kreis erahnen kann. Den nehme ich jetzt einfach mal als Ziel. Dass es nicht zu einfach wird, muss ich jetzt hier vom roten Pflock von einem Baumstamm, also Baumstumpf, runterschießen. So, Contenance. Dass ich jetzt die Kamera erwische. Der ist genau dahin, wo er hin sollte. Allerdings war das ein verdammt übles Geräusch. Also ich hätte jetzt gesagt,
das wäre der Kiel. Und da ich jetzt nicht weiß, was das für ein Geräusch war, gehe ich mal lieber rüber und schaue mir das an, dass ich da jetzt nochmal einen Pfeil reinjag und habe dann zwei kaputte. Muss nicht sein. Wie ihr seht, habe ich da jetzt keinen Platz für die Kamera. Der erste, der mir raus ist, der ist knapp außerhalb vom Außenkiel, so ein knapper Zentimeter. Und der zweite, der dieses furchtbare Geräusch verursacht hat, der steckt im Kiel, also im Innenkiel. Und er hat sich jetzt leicht ziehen lassen. Anscheinend hat er auch keinen Schaden, aber, okay. Die Spitze ist jetzt wie angeschliffen. Ich vermute, der ist so tief drinnen gesteckt, also der war jetzt mit Sicherheit eine Unterarmlänge im Ziel. Ich vermute, dass der Anker von dem Pilz erwischt hat, seitlich. Also gut, dass ich jetzt noch mal drauf geschossen habe. Sonst hätte es eventuell doch noch ein Pfeil gekostet, aber ich würde sagen, den können wir noch mal nehmen. So. Also ich denke, im Frühjahr hat es der Pilz hinter sich, weil der ist ja recht weich. Jetzt sind wir beim Abschusspflock 21, glaube ich. Und da haben wir auf 27 Meter ein gefiedertes Opfer. Ich hoffe zumindest mal, dass es ein Opfer ist. Schauen wir mal, ob wir uns den erlegen können. Oh, da war gar nichts, da war zu tief. Ah, da war auch zu tief. Das war keine Ruhmestat. Ah, ich glaube, der erste war noch der beste. Ah ja. Ich hätte es beim ersten belassen sollen. Der erste war im Außenkiel ein Fingerbreit vom Innenkiel weg. Der wäre zwar von der Flucht besser gewesen, aber halt ja mächtig, also fast eine ganze Handbreit zu tief. Ja, Freunde, so kann es aussehen, wenn man sich seiner Schießkünste sicher ist. Ich habe zwar nur das Außenkiel, aber ein Schuss, Viech putt, alles gut. So, schaut mal, ich würde sagen, hier hat sich irgendein süßes Tierchen zur Nachtruhe gebettet gehabt. Ich vermute mal ein Reh oder sowas. Und da das hier direkt, sag jetzt mal, 20 Meter vom Abschusspflock weg ist, gerade so wunderbare, schöne Oase bildet, werde auch ich hier das zu meinem Raschplätzle auserwählen. Mittlerweile haben wir jetzt 13 Uhr und ja, ich denke, jetzt mal rasch zu machen, was zu futtern, ist gar nicht verkehrt. So. Brötchen, das gibt's zur Teepause. Halten wir uns warm, vielmehr heben wir uns auf, warm ist es nicht. So, Freunde, gestern Abend hat es Wurstsalat gegeben bei uns und Kathi hat mir den Rest mitgegeben. Schön mit Zwiebelchen drauf, schön durchgezogen. Also sollte jetzt irgendwo eine Wildsau unterwegs sein. Boah! Bei dem Aroma traut die sich nicht her. Oh, lecker.
Das gehört für mich einfach mit dazu. Das jetzt nicht. Ja, sorry, so ist es halt. Das Geschäft lässt einem auch im Urlaub nicht in Ruhe. Ja, was ich sagen wollte ist, für mich gehört das einfach dazu, dass man, wenn man auf dem Parcours ist, dass man einfach auch den Wald genießt. Für mich ist dann immer Essen ein bisschen wichtig. Ihr seht ja, ich habe jetzt nicht gerade die allergrößte Reserve. Ich muss immer mal wieder was nachwerfen und ich finde das herrlich schön. Ich werde jetzt hier die Stille des Waldes genießen, euch so lange abschalten, werde in Ruhe essen, ein Tässchen Tee trinken und dann schalte ich euch wieder zu, wenn es weitergeht mit dem Parcours. Und gegen später mache ich dann vielleicht nochmal eine kleine Pause mit was Süßem. In dem Fall freue ich mich jetzt aufs Essen. Bis gleich. So, willkommen bei Pflug 22. Wir haben hier im Tal einen Bär auf 37 Meter stehen. Ich war jetzt irgendwo so bei Richtung 50. Also es ist schon enorm, wie schnell man dieses Abschätzen verlernt, wenn man es nicht regelmäßig macht. Ist eine sehr, sehr schöne Aufgabe, ein gerader Schuss. Aber ihr seht ja, es geht ziemlich ins Tal runter. Und ja, ich denke, ich werde mal wahrscheinlich so knapp über 30 Meter anhalten und dann gucken, wo der erste Pfeil landet. Glaube ich gar nicht so schlecht, aber ich glaube ein bisschen tiefer muss ich. Ah, nee, die Wahrheit liegt zwischendrin. Kein Wunder, habe ich gedacht, er steht 10, 15 Meter weiter. Das ist kein Bär, das ist ein Meerschweinchen. Das ist ein absoluter Mini-Bär. Hey, da bin ich jetzt aber voll auf euch reingefallen, ihr Wolpertinger. Hey. Guckt euch das an, der Körper von dem Tier ist ein bisschen länger wie mein Unterarm. Kein Wunder, habe ich von da oben gedacht, das muss 50, 45 Meter sein, weil ein Bär ist ja groß. Nichtsdestotrotz, erster, zweite und der dritte dann zur Ehrenrettung aus der Kill, zweite Killzone in der Kill. Der Wurstsalat hat sich bezahlt gemacht. 41 Meter auf den Wolf. Bisher sind die Laufwege relativ kurz. Hierher war es jetzt ein kleines Stück weiter. Aber das ist wirklich also wunderbar zum Laufen. Der Wald, ihr seht es ja, ist herrlich, es ist ruhig und es ist schön gestillt. Und Moment, ja, da bin ich wieder. Und also auch von den Laufwegen, man läuft sich nicht tot, ist also einwandfrei. Jetzt gucken wir mal, was ich auf den Wolf zustande bringe. Okay, ich kann euch jetzt auch gerade noch sagen, was die Stunde geschlagen hat. Da steht eine Standuhr mitten im Wald. So genial. Und los geht's. Gehen wir einfach gucken. Zweimal in den Kill. Der rechte ist gerade genau auf dem Ring zum Innenkill und der erste war drinnen. Freut mich, super. Dann haben wir jetzt auf 20 Meter ein Füchsle stehen.
Und auch wenn das nach einem einfachen Schuss aussieht, ist es gar nicht so einfach, weil das Viech ist, glaube ich, wieder extrem klein. Also wenn ich es jetzt schaffe, knapp über diesen Pfeil einen zweiten zu setzen, dann bin ich im Innenkill. Das probieren wir nochmal. Ja, zweimal Außenkill. Ich habe es jetzt einfach nicht geschafft, höher zu gehen. Und der Hahn hat anscheinend hier oben gerade noch gestriffen. Also zweimal Außenkill, einmal Erdhügel. Auch der hat es überlebt. So, der nächste Pflock. Auch sehr, sehr schön gestellt. Schaut mal da. Sitzt ein Uhu. So direkt schräg am Hang. 35 Meter geschätzt, 34 Meter gemessen. Also selbst mit dem Fernglas kann ich kaum das Kill erkennen. Aber ich würde jetzt sagen, die Höhe ist perfekt. Ich müsste nur ein kleines bisschen weiter nach rechts. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Oh oh. Oh. So, gehen wir mal zur Zielaufnahme. Der hier war der erste, ein bisschen zu weit. Hier wäre es Innenkiel und da bin ich wenigstens noch in die äußere Trefferzone. Aber ja, für mich ein sehr schwerer Schuss, aber ein schöner Schuss. Wunderschön. Da haben wir jetzt die Eule. Da hinten steht der Bär, auf dem wir vorher von oben runter geschossen haben. Und da haben wir den Wolf. Also wieder alles sehr, sehr kompakt beieinander. Und jetzt schnappe ich mir mein zweites Stativ, den Bogen, und dann geht's zum nächsten Schuss. So, Freunde, wir sind beim nächsten Abschuss. Und ist das eine herzige Szene. Wir haben hier einen Waschbär. Hier steht seine Waschmaschine. Und da hängt die Wäsche zum Trocknen. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich den kleinen Kerl hier wirklich treffen will. Aber die Wolterdinger geben dem Waschbär wenigstens eine Chance. Denn... Shit. Also das wird nicht einfach. Ich habe sowas Ähnliches schon mal gehabt auf einem Parcours im Schwarzwald. Ich glaube, Vorbach war das. Da hatte die auch so ein Federbrett. Also eine absolut super Idee und vor allen Dingen unglaublich, wenn du da drauf stehst, wie weit plötzlich 20 Meter sind. So. Shit. Und das Ganze jetzt. Also auch wenn es nicht so aussieht, aber ich versuche das Ding ruhig zu halten. Ich fürchte, elegant ist anders, aber... So eine geniale Idee. Gehen wir mal gucken, was ich getroffen habe. Naja, gar nicht mal so übel. Das war der erste, der zweite und der dritte. Da dachte ich, der ist zu tief. Aber Nummer 1 und 3 sind im Außenkill. Das Innenkill wäre hier gewesen und der ist mir raus. Aber wirklich, habt ihr ganz toll gemacht. Super Idee. Pflock 27. Da vorne
sitzen zwei Falken mit dem Rücken zu mir am Boden. Sind so 16 Meter, 15 geschätzt. Und ja, ein Kerzengerade, eigentlich ein einfacher Schuss. Aber durch das, dass sie so klein sind, denke ich, nicht einfach. Ich versuche jetzt einfach, die Mitte der Rücke zu treffen. Aha. Ah, ich glaube, da war ein bisschen zu tief. Aber drei Schuss sind drei Schuss. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich den Pfeil wieder finde. Die waren beide nix. Aber wie habe ich vorher gesagt, solche Schüsse sind nicht zu unterschätzen. So, jetzt werde ich mal gucken, ob ich meinen Pfeil finde. Die Chance bei dem Schnee, was ich finde, ist extrem gering. Wer auf 15 Meter keinen Körpertreffer landen kann, der muss halt Lehrgeld zahlen. Pflock 28, der letzte Pflock des Parcours. Und auf 18 Meter da ein Biber sitze. Und auch wenn ich den Kill wieder nicht sehe in der dunklen Figur, versuche ich den jetzt einfach quasi so knapp oberhalb und hinter dem linken Ellenbogen zu treffen, weil da müsste normalerweise die Killzone sitzen. Und schieße muss ich hier auch wieder von einem abgesägten Baumstumpf aus. Der Biber sitzt da. Upsala. Und das könnt ihr jetzt wahrscheinlich gar nicht sehen, aber der Baumstumpf ist so schmal, dass ich jetzt nicht mal richtig hinstehen kann. Also die Füße, meine Knöchel, die berühren sich fast. Ist also auch mal wieder eine ganz eigenwillige Schießposition. Gucken wir mal, ob das jetzt besser klappt. Oh. Schauen wir mal. Die gute Nachricht ist, ich habe mit denen zwei dahin getroffen, wo ich hingezielt habe. Nämlich genau auf der Höhe von dem Ellenbogen. Die schlechte Nachricht ist, das Kill wäre ein Stück weiter oben gewesen. Aber ja, ich denke, ihr habt es selbst mit der aufhellenden Kamera gesehen. Es ist halt einfach schwer bei den Tieren, das Kill zu sehen. Wenn nicht gerade die Sonne drauf scheint, ist das wirklich eine Herausforderung. Nichtsdestotrotz ist wichtig, dass ich dahin geschossen habe, wo ich ihn gezielt habe. Das tut der Freude keinen Abbruch. Das war jetzt der letzte Abschuss von der zweiten Parcourshälfte. In diese Richtung ungefähr 60, 70 Meter ist schon wieder das Kassehäusle. Und damit hätten wir jetzt die Runde quasi beendet. Fazit. Also der Wald, genial. Ich habe jetzt heute einen Bogenschütze getroffen. Ist natürlich für den Verein schlecht, für den Schütze schön. Wir haben jetzt noch zwischen den Feiertagen, also ich habe Urlaub, es ist unter der Woche. Ich denke, das wird auch ein Grund sein, warum man jetzt hier so die wunderbare Ruhe genießen kann. Es hat mir heute enorm viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Der erste Teil, wo ich im Ende August, Anfang September gedreht habe, der war schön. Schön gestellt, alles wunderbar. Aber jetzt heute, dieser zweite Teil, war also gigantisch. Ich weiß nicht, liegt es an mir, liegt es am Schnee. Aber das war so eine herrliche Atmosphäre, oder ist so eine herrliche Atmosphäre hier. Ich bin noch auf dem Areal. Hat unheimlich viel Freude gemacht. So eine Ruhe, so eine friedliche Stimmung und solche tricky Schüsse. Also ich habe jetzt ja schon einige Parcours beschossen und ich muss sagen, ja, so mit einer ganz kleinen Tierle, das hat mich jetzt wieder
richtig aus dem Konzept gebracht. Finde ich richtig, richtig toll. Wir sind ja hier in der Nähe von Donaueschingen. Das heißt, diese Richtung ist der Parcours oder sind die zwei Parcours vom Waldläufer, der Gamsan Trail und der Hochwaldtrail oder Hochwaldtour. Und das ist natürlich ein Eldorado, wenn man quasi drei Parcours direkt aneinander Grenze hat. Wenn man hier in die Gegend wohnt, ist das sehr, sehr schön. Und wenn sich jetzt einer fragt, ja, macht das Sinn? Meiner Meinung nach ja. Hochwaldtour ist ein gigantischer Parcours, der ist riesengroß. Der Gamshorn Trail ist etwas kleiner, aber sehr steil. Und der hier von der Wolterdinger ist von der Größe her überschaubar. Also 28 Ziele. Und der ist, wenn man jetzt keine 8 Stunden Schieße gehen will, absolut perfekt. Also ich würde sagen, die drei Parcours machen sich keine Konkurrenz, sondern ich empfinde das jetzt eher so, als dass die sich ergänzen würde. Man kann schön variieren, so wie ich jetzt heute. Ich bin spät los, es ist Winter, es ist kalt, es wird früh dunkel. Und normalerweise schafft man den Parcours, denke ich, locker in 2,5 Stunden, aber durch die Filmerei brauche ich halt das Doppelte oder das Dreifache an Zeit. Und das war jetzt unglaublich entspannt. Ich mache jetzt hier noch eine Pause und komme dann auch nicht erst bei Nacht nach Hause. Und der Eintrittspreis von 10 Euro finde ich wirklich sehr, sehr moderat, finde ich echt gut. Ich setze euch auf alle Fälle wieder den Link vom Parcours und das Video in die Beschreibung rein. Zum Schluss noch ein kleiner Aufruf. Sollte im Frühjahr jemand in dem Wald da hinten den gelben Pfeil finden, schreibt mich an. Also ich bin froh, dass ich mich heute aufgerafft habe. War bisher ein wunderschöner Tag und ich genieße jetzt hier die Stille und die Ruhe noch im Wald. Sag vielen Dank, nicht nur an euch fürs Zuschauen, sondern auch an den Verein, an die Bogefreunde, Bogeschütze, die diesen Parcours hier auf die Füße gestellt haben. Es war bestimmt nicht das letzte Mal, dass ich da war. Und auch wenn es jetzt lange ging, dass ich den zweiten Teil drehen konnte, so habt ihr jetzt doch wenigstens innerhalb kürzester Zeit eine Vorstellung, wie es hier im Sommer aussieht und wie im Winter. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, in dem Fall genieße ich jetzt noch meinen Tee, meine Pfeife und werde mir noch ein bisschen Naschkram von meiner Frau reinziehen. Und sage vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Und ganz, ganz wichtig, denkt dran, ab morgen wird alles besser. Ciao, macht's gut.